Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, in der letzten Folge haben wir die neue Betonanlage errichtet und ihr seht schon, die funktioniert grundsätzlich, würde ich sagen, mal sehr, sehr, sehr gut. Also sie ist am Laufen. Wir haben jetzt hier einen großen Brecher drin, der braucht zwar mehr Strom, kriegt dafür mehr umgelegt. Wir werden hier auch mal die ganzen Zusätze ein bisschen verbessern, damit der Sand zum Beispiel auch besser fließt. Es sind halt jetzt noch ein, zwei Kleinigkeiten immer mal wieder anzupassen. Wo wir halt lange schon auf demselben Prinzip laufen, aber das ist gleich bei fast allem mittlerweile so bei uns. Ja, grundsätzlich sind wir im vollen Maße produzieren und jetzt sehen wir schon unser System am Funktionieren, denn das Zwischenlager ist ready to go und Production läuft. Warum kriegen die immer noch nichts? Achso, ich habe einen Teil übergesehen zu bauen. Vielleicht den wichtigsten Teil der ganzen Anlage. Aber vielleicht sehen wir dann auch gleich, wie das Zwischenlager funktioniert. Jetzt müsste gleich der Auslauf leer sein. Genau, und derzeit geht immer wieder das Backup mit rein und füllt mit auf. Und das geht zack, 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 zack. Weil unsere Produktion natürlich jetzt nicht so extrem läuft. Ich sehe aktuell noch das Problem bei den Resten hier, die produziert werden, erstaunlicherweise. Obwohl wir rein theoretisch Stahl und Eisen nachproduzieren, wie blöd. Bin ich erstaunt, dass wir so wenig Schlacke haben. Ah, schau, ich habe gerade zum Beispiel noch... Das ist jetzt zwar nur kurz temporär, aber... Für die Short Second wird es uns helfen, unseren... Das muss ja danach auch darüber noch verbunden werden. Also es wird uns jetzt kurz helfen, dass wir das Ganze ein bisschen hochfahren. Ich werde genauso den Freund hier an das anschließen. Sozusagen die Schlacke... Unterstützung. Aber da ist halt fast nichts drin in dem Ding. So, wir kriegen den Nachschub jetzt hinterher. Und jetzt tut sich ein bisschen aufreihen. Und die Chance nutzen wir jetzt, damit wir die Produktion zum Laufen kriegen. Je mehr wir auf Lager haben, desto besser sollte es sein am Ende. Ich werde vielleicht aber hier dazwischen dann ein Lager aufbauen, dass das so übernimmt. Ich glaube nicht, dass wir schlecht produzieren. Das ist nochmal eine Vergrößerung der Produktionskapazitäten, die wir davor hatten. Wir müssen halt nur die Lager auffüllen und das könnte noch ein bisschen lustig werden für eine Zeit. Und deswegen lassen wir das jetzt mal fürs Erste hier. So, wir hatten ja hier die Glasproduktion. Die muss natürlich jetzt auch nochmal hergerichtet werden, weil das ist natürlich auch nochmal alles ein sehr spannender Teil. Ich bin jetzt aber schon gespannt, bis sozusagen die Produktion hier voll anläuft, weil wenn die zum Produktionsfunktion läuft, glaube ich, dann ist alles sehr, sehr gut dabei. Dann müssen wir nur noch ein, zwei Lager füllen. Aber ich denke, wir sind gut dabei. Die Lager werden immer voller und so wollen wir das eigentlich auch sehen. Wenn die Zwischentanks langsam voll werden, das wäre ein gutes Zeichen für uns in dem Fall. Was halt kein gutes Zeichen immer noch ist, ist, dass so wenig... hier in Schlacke kommt. Das ist für mich wieder kein gutes Zeichen. Warum läufst du... Ah, scheiße, die Tanks sind voll, okay. Wir sind am Maximum an Kupfer angekommen. Okay, aber die Zwischenlager haben wieder ein bisschen was auf Petto bekommen. Sie kriegen zwar, wie es scheint, nicht viel, aber zwischendurch gibt es so eins... zwei Goodie-Bags sozusagen, die dann rausgehen. Und so sollte es sein. Das Zwischenlager soll
immer im positiven Bereich sein. Bedeutet immer ein bisschen was nachproduzieren. Und wenn wir das hinkriegen, dann sind wir sehr gut dabei. Kernkraftreaktor. Jetzt hat. Kommt die große Energieproduktion langsam hier in die Nähe, ne? Der schnelle Brutreaktor ist noch offen, aber ansonsten sind wir gut dabei. Gut, aber ich glaube, wir haben das sehr gut umgesetzt in dem Fall. Ich habe für das hier ewig lang gebraucht, aber es hat gut funktioniert und da bin ich stolz drauf, wenn es so gut funktioniert. Als nächstes müssen wir das Glas wieder in die Produktion kriegen. Das wird natürlich nochmal ein spannender Teil auch wieder von Ganzen. Warum Registrierung abschließen? Ich habe die Registrierung abgeschlossen. Gut, wir haben hier Glashütte 2. Das ist also das neue Nonplusultra-Gerät. Im Gegensatz zu dem hier. Das Ding ist fast dreimal länger. 24 zu 72. Verproduziert auch das Dreifache. Okay, also eine Anlage von dem. Damit würde ich versechsfachen. Ah, eigentlich verdreifachen immer noch. Ich glaube, ich hatte davor zwei. Was wir nicht vergessen dürfen, ich muss dann dementsprechend auch die Masse rankriegen. Insgesamt Vorteil, wir kriegen wieder Schlacke. Das können wir direkt alles in den Kreislauf zurückpumpen anfangen. Hochofen 2. Der braucht Mischglas. Und ist ein relativ großer Aufwand in dem Fall. Für so ein bisschen was. Gut, jetzt muss ich Mischglas machen. Dafür gibt es ja wahrscheinlich wieder die Mischer. Mit Salz und Säure. Aha. Ich brauche, wenn ich natürlich den Weg gehe hier, Kohle, null Problem und mein Mischglas. Mischglas brauche ich jeweils 48, 80, 96. Also das Spiel will mich wieder ärgern, weil genau das da reicht. Also alles, was ich brauche, ist das hier. Um die Menge Mischglas zu produzieren. Ich werde das natürlich mit 2 rauspumpen, weil es ist wieder. So. Und dann kann dazwischen ein Schüttgutaufzug reinkommen. So, und kann das Ganze dann abliefern. Ich muss halt nur in dem Fall Salz, Kalkstein, Salz. Oh Gott. Okay. Ich habe kein Salzlager drüben, wenn ich mich nicht irre. Ton läuft. Die Lager sind lustigerweise wieder leer. So, und jetzt deaktivieren wir den Teil hier. Und dann müssen sie nicht die Lieferung abholen immer wieder. Also sind wir da, wo wir sein wollen, sollen. Wie man sehen will. Produktion läuft aber genauso, wie sie sein müsste. Wir haben unser kleines Zwischenlager. Produktion, ja, gibt immer was dazu. Langsam sicher. Aber wir laufen kapazitätmäßig jetzt bei der vollen Produktion nach oben. Hier bei unserer Werkstattteilen. Gut mit. Und wenn es voll ist, dann macht es drrrt und das ganze Ding ist voll. Ne, da sind wir gut dabei, da sind wir gut dabei. Wir hätten hier natürlich jetzt viel Platz. Das würde mich jetzt interessieren. Oh, schade, das wäre lustig gewesen.
Ja, aber den Platz brauche ich für die komplette neue Glasanlage auch. Ey, aber man mag dazu sagen, wir haben das Ganze jetzt dann um einiges erneut, weil davor hatten wir gleich noch die Zweier. Oder wir haben auch wieder verdoppelt unseren kompletten Output für Beton. Und wenn das jetzt dann hier stehen bleibt, weil es volle ist, wo wir ja, glaube ich, langsam in die Richtung gehen. Wenn ich nicht falsch sehe, ist das halb voll, okay. Wird danach natürlich wieder voll, aber wenn wir das so Stück für Stück weitermachen, sind wir gut dabei. Und der eine reicht hier vollkommen aus für den ganzen Shiddle-Doodle I'm making. Von daher, ich beschwere mich jetzt hier gar nicht gerade. Ich beschwere mich gar nicht. So, trotzdem zurück zum Thema. Ich brauche Salz. Oh, jetzt muss ich da Salz ranschiffen. Also ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich hole mir Salz extern, also lass es beliefern per LKW, oder ich produziere es. Problem ist, zum Produzieren brauche ich wieder mehr Fläche und darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Ich will diese Fläche komplett einhalten. Wait, ich habe hier Salz. Bedeutet, das kann ich einfach abzwacken. Ich habe hier auch einen Säureanschluss. Das macht das Ganze easier. Weil dann seht ihr jetzt folgenden Ablauf. Dann brauchen wir für die Rinnen. Ich gehe zwei vor, weil ihr wisst warum. Nur das machen. Fertig. Es gibt dann natürlich noch die Schornsteine. Die werden in Zukunft natürlich wieder ausgetauscht. Und die Schlacke wird abgefahren. Ich muss nur Sand und Kalkstein rankriegen und dann kann ich hinten mein Glaslager zwischensetzen. Cool. Relativ easy wieder. Weißt du was, da bin ich ein bisschen cocky jetzt. Wir kopieren das hier. Und machen dann hier ausschneiden. Wie breit seid ihr? 5. Und kopiere den Teil hier wieder. Und mach sozusagen XXL-Glaslager draus. Weil ich liege hier gut in der Line drin. Und ich kann hier wieder mit einem flachen Förderband 2 Ganze ohne Probleme anschließen. Perfekt. Den Rest schicke ich hier dann drüber. Ah, schau mal, wie easy das wird. Ich schaue mir das gerade so an. Das ist... Du läufst so, weil das hier so läuft, okay. Das heißt auch, ich könnte mir das hier einfach drüben abzwacken. Was aber wieder nicht der Sinn dahinter ist, weil ich würde das gern jetzt doch separieren. Aber das heißt in dem Fall auch, ich muss hier nicht wirklich viel machen, weil ich nehme hier einfach ein U-förmiges Förderband 2. Und dadurch, dass ich nur einen Anschluss brauche, was ich sehr lustig finde,
So. Und beim Salz schaue ich mir dann noch an, wie ich das am besten gleich liefere. Bei der Säure mache ich mir einfach hier ein... ein Rohr dran. Ja, ich wollte es eigentlich nicht über dasselbe liefern, aber es ist halt einfach sehr verlockend. Kann mir keiner sagen, dass das nicht verlockend ist, es direkt hier anzuschließen. So, dann tun wir hier wieder das Schüttgut aufzuge hin. Und die setzen wir dann hier an. Schön, dass du hier dran gehst. Warte mal. Dann machen wir ein normales U-förmiges hin. Weil er schon hier so fährt. Und das tun wir jetzt gleich schon fertig machen, weil wir das natürlich hier gleich weiterleiten müssen. Dann können wir den Teil nicht freibauen. Warte mal, du bist auch. Ja. Schutz. Ach, genau, fuck. Zwischentücke einsetzen. Könnte, glaube ich, sehr praktisch sein, wenn ich jetzt noch überlege, wie ich das... wenn ich das hier irgendwie so dran kriege. U-förmiges Förderband. Schau mal, vielleicht kann man hier was mal in einem Schüttgutaufzug machen. Wir setzen das einfach mal hier so an. U-förmiges Förderband. Hier dran. So. Und der Sinn dahinter ist jetzt, damit wir den anderen Teil abreißen können, der da unten dran steckt. Also den hier. Auch wenn es ausschaut, als ob hier noch... ja, Scherz, habe ich es umgeleitet. Haha. Aber das geht jetzt in der eigenen Fabrik rüber. Und dann kommt es an einer Stelle gesammelt raus. Das gibt uns nämlich hier unten jetzt einen... eine... einen Anschluss fürs Salz frei.
Ich hätte gern U-förmiges Förderband Teil 2. Und das setze ich dann genau hier hin. Und dadurch, dass wir responsible people sind, Flip. Und das machen wir dann hier drüber auch nochmal. Aber schön, die Anzeige ist gleich neu, oder? Oder ist mir bloß nie aufgefallen? U-förmiges Förderband 2. Dann sollte grundsätzlich alles ready sein to build, oder? Aber es ist ein... Ah, hier, warte mal, hier brauche ich noch Anschlüsse. Ha! Warte mal. Ich habe alles angeschlossen, außer das, was ich wirklich benötige. Mischglas und Kohle. Und Kohle habe ich mir noch nicht besorgt. Aber das sollte auch kein Problem sein. Wir nehmen U-förmiges Förderband Teil 2. Von hier. Direkt hier dran und dann hier dran. So. Das sollte jetzt die neue Anlage fertig werden. Dann hätten wir Glas auch erneuert. Dann wären wir richtig gut dabei. Richtig gut. Richtig gut. So, die plündern natürlich jetzt die Lager. Für die ganze neue Produktion, weil das ist natürlich noch eine Größe. Ein bisschen massiver, würde ich sagen, wie der Rest, den wir haben. Aber trotzdem sind wir sehr gut dabei, was wir hier machen. Und ich finde auch, dass wir das hier mit der Fläche, mit der Originalfläche, haben wir ein massives Upgrade vornehmen können. Was man nicht gleich immer unbedingt erwarten darf. Also ich bin da ganz stolz auf uns, was wir heute geschafft haben. Ach, ja, das muss ich wieder ausmachen, ne? Auch bei dir aus, bei dir auch aus, weil sonst wollen sie wieder die ganze Zeit dasselbe. So, und hier fließen schon die Ressourcen zu. Ach, schau, und hier haben wir jetzt rein natürlich schon Zugang gehabt. Dann machen wir jetzt ein Dreierflaches und schicken das dann hier raus. Dann lassen wir doch mal den Sand fließen. Ich glaube, Sand braucht ein Speed-Upgrade. Obwohl, Sand hat schon ein Speed-Upgrade mal gehabt. Sand kriegt jetzt ein weiteres, so. So bedeutet, wir füllen das jetzt auf. Alter Verwalter. Und hier kommen die Glasplatten raus. Gibt euch das, die werden zugeschnitten. Und dann natürlich durch die Hauptleitung jetzt rausgebracht, die das mit Speed direkt in die nächsten Abteilungen bringt. Die nur da darauf warten, dass das geliefert wird. Ah ja, stimmt. Woher hast du die Lieferung gehabt jetzt? Irgendjemand füllt es auf. Du bist es! Kleines Schweinchen dick! Verkipp's doch einfach, Mensch! Wir brauchen eh die Fläche. Aber schaut, wie gut das jetzt funktioniert. Hier sind die Betonlager zum Beispiel schon bummvoll. Bedeutet, alles, was hier rausgeht, ist
Easy peasy. Das machen wir natürlich mit dem hier auch. Bedeutet, die ganze Last, die hier rausgeht, absolut kein Problem für uns. Und die Produktion laufen wieder. Ja, schau dir hier auch, werden wir langsam voll. Haben wir schon mittlerweile das Limit erreicht und wir produzieren jetzt nach. Oh, fuck, schau mal an. Jetzt habe ich hier zum Beispiel was vergessen. Schön unten drunter versteckt, aber dadurch werden jetzt die Lager auch voll. Und das werde ich jetzt hier dem gleich übernehmen und dann alle drei umstellen. Dass die alle nicht annehmen, abgenommen werden können. Das müssen wir vielleicht hier auch machen. So. Und schon ist die Funktionalität zu 100% wiederhergestellt. Schicke Sache. Glaslager wird gefüllt. Betonlager ist schon voll. Jetzt ist eher das Eisenproblem. Man glaubt's kaum, aber das liegt wahrscheinlich an der veralteten Technologie hier drin. Schau mal, aber das wird wahrscheinlich wirklich an der veralteten Technologie liegen. Das wird sich jetzt gleich dann ändern, wenn die ganzen neuen Speed-Sachen hier angeliefert werden. Und schon läuft es wieder noch besser. Perfekt! Leute, ich würde sagen, das war's für die Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann.